Hallo meine Lieben, habe euch lange nicht gesehen. Ich hoffe, es geht euch allen bestens. Heute werden wir einen Zellerteller zusammenbasteln, live, online, hier aus dem Kindi. Und dafür braucht ihr Muffinformen, ein paar Sticker, die ihr zugeschickt bekommen werdet. Und ja, es geht los. Ich werde es einmal, ich tue die Tüten einmal, damit es so gleichförmig ist. Und danach nehme ich einen Klebstift und ich beginne zu kleben. So, es dauert nicht lange und dann habt ihr einen sehr schönen Zellerteller zu Pessach. Das könnt ihr auch mit den Eltern basteln oder selber. So, weil Zeit habt ihr jetzt. Ich klebe sie langsam, muss ich nicht beeilen. Und ich habe schon die Muffinformen geklebt. Jetzt klebe ich die Symbole, ja, und zwar den Knochen. Ja, wie sieht die? Ich klebe ihn drinnen. Oder ihr könnt auch Essen reinmachen. Ein Ei. Die Petersilie. So, sieht man es? Dann den Harosset. Und noch den Harosedisch. So. Dazwischen könnt ihr auch verschiedene Symbole kleben oder ihr könnt was malen. Ja? Ich habe Happy Passover gewählt, weil ich euch das Beste wünsche. Und ich klebe das in die Mitte. Und dazwischen habe ich verschiedene Symbole gewählt. Die werden euch alle zugeschickt. Und ihr seht, es dauert überhaupt nicht lange. Und danach könnt ihr, wenn das Wetter schön ist, auf dem Spielplatz gehen. Und euch auf das Gute. Ich habe verschiedene Frühlingssymbole gewählt. Ihr seht, es dauert nicht lange. Und danach könnt ihr draußen gehen. Spazieren und euch auf das gute Wetter freuen. So. Und auf euch aufpassen, die Spielplätze sind ja zu. Da darf man heutzutage nicht mehr. Ja. Aber hoffentlich wird es bald gut sein. Und unser Zellerteller ist fertig. Ihr habt gesehen, es hat nicht lange gedauert. Und es sieht super aus. Und ich wünsche euch auch einen bunten Tag. Und wir erwarten euch im Kindi hoffentlich bald. Wir werden uns bei euch jeden Tag mit neuen Ideen melden. Und wir wünschen euch das Beste. Und ich hoffe, ihr werdet alles mit uns basteln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag zusammen mit Tina und das ganze Team. Und bleibt gesund.